Ist der Atommüll denn nicht viel schlimmer als der Klimawandel? Und ich sage, wer anfängt, diese Risiken miteinander zu vergleichen, der ist auf dem richtigen Weg. Denn die Risiken des Klimawandels sind gigantisch, die Risiken des Atommülls sind winzig klein. Und es kommt noch viel besser, diesen Atommüll, den können wir nutzen als Brennstoff, als Kernbrennstoff in neuartigen Reaktoren, in Kernreaktoren der sogenannten Generation 4. Da ist der Müll kein Müll mehr, sondern er ist ein Wertstoff, den wir nutzen können, um unsere Energie für Jahrhunderte zu decken.